Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eintrag von Ygis Planetenportal. Ich heiße euch herzlich willkommen und möchte an dieser Stelle erstmal dem YouTube-User Parzival von Frost danken, der es mir ermöglicht hat, durch das Zusenden eines Links euch die Neuigkeit näher zu bringen. Und zwar handelt es sich dabei um das Gerücht oder mehr oder weniger die Theorie zweier kalifornischer Wissenschaftler, dass es tatsächlich einen echten neunten Planeten im Sonnensystem gibt. Die Frage muss also gestellt werden, hat das Sonnensystem dann doch neun Planeten? Diese zwei amerikanischen Astronomen glauben, aus den Bahnen von entfernten Objekten im Kuipergürtel auf die Existenz eines bislang unentdeckten Planeten in unserem Sonnensystem schließen zu können. Dieser Planet, sagen zumindest diese Astronomen, der wäre so weit entfernt, dass eine Umrundung der Sonne dieses Planeten zwischen 10.000 und 20.000 Jahre dauern würde. Zum Vergleich, Pluto etwa braucht in etwa 200 Jahre, 200 bis 300 Jahre um die Sonne. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung. In dem Sinne hat der amerikanische Astronom Mike Brown, der vielen als Pluto-Killer bekannt ist, so heißt er zumindest auf Twitter, das habe ich euch gerade mal kurz eingeblendet, dieser amerikanische Astronom hat bereits andere diverse Objekte im Kuipergürtel aufgespürt, die als weit außerhalb der Neptunbahn um die Sonne kreisen. Das ist dann der Kuipergürtel. Diese Objekte werden auch transneptunische Objekte übrigens genannt. Unter den Objekten, die Brown entdeckt hat, ist unter anderem der jetzige Zwergplanet Eris, den Brown damals als zehnten Planeten bezeichnete, noch bevor Pluto seinen Status als echter Planet aberkannt bekommen hat. Dies geschah übrigens 2006 durch die Internationale Astronomische Union, die IAU, die den Planeten Pluto 2006 eben heruntergestuft hat, sodass wir seitdem, wenn wir diese Definition eines Zwergplaneten, die die IAU veröffentlicht hat, verfolgen, dann nur noch offiziell 8 Planeten haben. Doch ist das wirklich so? Zusammen mit seinem Kollegen Konstantin Batgen vom California Institute of Technology hat Brown jetzt eine Studie vorgestellt, in der er Argumente für die Existenz eines neunten Planeten präsentiert. Dieser soll etwa die zehnfache Masse der Erde haben und die Sonne in einer etwa 20-fachen Entfernung umkreisen, in etwa der 20-fachen Entfernung des Neptuns von der Sonne, also sehr weit außerhalb der Sonne. Diese Umkreisung soll auf einer sehr umkreisförmigen, langgestreckten Bahn geschehen. Brown sagte dazu, das wäre ein wirklicher neunter Planet. Er meinte weiterhin, seit dem Altertum wurden praktisch nur zwei richtige Planeten entdeckt und dies wäre der dritte. Es handelt sich um einen recht ansehnlichen Brocken, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Das ist schon faszinierend. Darüber allerdings, dass der vermutete Planet tatsächlich ein Planet ist, sollte es, so Brown, nach der aktuellen Planetendefinition keine Zweifel geben. Er sagte, es ist der wohl planetenhafteste Planet aller Planeten im Sonnensystem, so Brown. Da dieser Planet, so Brown, einen dominanten Einfluss über einen größeren Bereich des Sonnensystems ausübt als alle anderen Planeten in diesem Bereich des Kuipergürtels. Bei dieser Nachricht gibt es allerdings ein Problem. Gesehen hat Browns neunten Planeten bislang noch niemand. Auch von der Bahn des Planeten haben die beiden Astronomen, die das Bestehen dieses Planeten postulieren, nur eine grobe Vorstellung. Aufgrund seiner Entfernung des Planeten von der Sonne dürfte er zudem sehr schwer zu entdecken sein. Leistungsstarke Teleskope, die dazu vielleicht in der Lage wären, können immer nur einen winzigen Bereich des Himmels absuchen. Und für Instrumente, die großräumigere Durchmusterung des Himmels durchführen, könnte der vermutete Planet tatsächlich zu lichtschwach sein. Den Hinweis auf den neunten Planeten liefern bestimmte Eigenschaften der Bahn von Objekten, die in den letzten Jahren im Kuipergürtel entdeckt worden sind. Um diese Objektbahnen zu verstehen, hatte sich der Beobachter Brown mit dem Theoretiker Batygin zusammengetan. Besonders verblüffend fanden sie die Tatsache, dass die langgezogenen Bahnen dieser Objekte, von 6 insgesamt etwa, alle in die gleiche Richtung ausgerichtet zu sein scheinen, obwohl sich der entfernteste Punkt ihrer Bahn verschiebt und so alle unterschiedliche Umlaufdauern haben. Die Wahrscheinlichkeit, so Brown, dass dies zufällig passiert, liegt etwa bei 1 zu 100. Hinzu kommt zudem, so Brown, dass die Bahnneigung dieser 6 Objekte in Bezug auf die Umlaufbahn der 8 Planeten bei allen übereinstimmend etwa 30 Grad beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch dies noch zufällig passiert ist, so Brown, liegt bei 0,007%. Er meinte dazu,
Praktisch sollte dies kein Zufall sein. Also haben wir gedacht, dass irgendetwas für diese Bahnen verantwortlich sein muss. Als vielversprechendste Möglichkeit, die Bahnen zu erklären, stellte sich also für die beiden Astronomen ein Planet heraus, der die Sonne auf einer ungewöhnlich elliptischen Bahn umkreist. Bettegen meinte dazu, die natürliche Reaktion ist, dass diese Orbitgeometrie falsch ist und nicht stabil sein kann. Ich war zwar immer noch skeptisch, aber ich habe mich damit näher beschäftigt und dabei festgestellt, dass diese Bahn durchaus stabil sein kann. Die Wissenschaftler erkannten dann, dass ein solcher neunter Planet nicht nur die Bahnen der entfernten Kuipergürtelobjekte erklären kann, sondern auch die ungewöhnlichen Orbiteigenschaften zweier anderer Objekte, darunter die von Sedna. Zudem sagten die Simulationen mit dem neunten Planeten Objekte voraus, deren Bahn recht winklig, wohlgemerkt, zum Objekt der acht Planeten verläuft. Und tatsächlich wurden in den letzten 3 Jahren 4 Objekte gefunden, die exakt zu dieser Vorhersage passen. Brown meinte dazu, als wir dies entdeckt hatten, schlug meine Kinnlade praktisch auf den Boden auf. Der neunte Planet, so die Vermutung der beiden kalifornischen Astronomen, könnte in der Anfangsphase des Sonnensystems zusammen mit den großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun entstanden sein und dann durch Wechselwirkung mit Jupiter oder Saturn auf seinen ungewöhnlichen Orbit gelangt sein, also durch einen gravitativen Schub oder was auch immer man in dieser Richtung vermuten kann. Natürlich gibt es noch erhebliche Zweifel daran, dass es tatsächlich einen solchen neunten Planeten gibt. Wer aber der Indizienkette von Brown und Bettegen glaubt, kann sich auf die Suche nach dem neunten Planeten machen, selbstverständlich. Brown sagte dazu, ich würde ihn gerne finden, aber ich würde mich auch freuen, wenn jemand anderes ihn findet. Deswegen haben wir diesen Fachartikel geschrieben, den ich euch hier auch jetzt verlinkt habe. Nun, was soll man dazu noch Großes sagen? Das wäre echt eine Riesenentdeckung, ein zusätzlicher Planet im Sonnensystem. Ich bin selber sehr gespannt, ob es sich dabei tatsächlich um einen Planeten handelt oder was diese merkwürdige Bahn der 6 Kuipergürtelobjekte erklären kann. In dem Sinne hoffen wir, dass wir noch zu unseren Lebzeiten eine solche Entdeckung mitbekommen. Ich bin ziemlich geplättet von diesen Neuigkeiten und finde das absolut toll und drücke den beiden kalifornischen Astronomen und überhaupt allen, die nach diesem Objekt Ausschau halten, die Daumen, dass irgendwann ein neunter Planet, der auch als echter Planet gelten kann, entdeckt wird. Bis dahin, gehabt euch wohl, tschüss!